So ein Kasper. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio, ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz. Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Stai attento, stronzo! Nach der Vorstellung kannst du von Glück reden, dass ich... Hat wohl von dem guten Zeug getrunken. Hey, denkt auch mal an die, die ihr verletzen könntet. Thank you.
Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Riegel! Wer braucht einen Aderlass? Von der Staffelei! Kommt, Freunde! Diese neuen Minen machen wir. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Buon viaggio! Edle Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen Kaiser. Ich hab... Das war's. Kommt jederzeit wieder. Ihr wollt es. Ich habe es. Die aktuellsten Künstler aus... Kommt, Freunde. Schaut, welchen Unterschied Qualität macht. Natürlich, verstehe ich. Ciao! Ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst. Wenn ihr keinen...
ja. Dann wirkt ihr also nur so gewöhnlich. Verehrte Kunden, ihr wisst, ich habe frisch nur das Egel. Ihr wisst, braucht einen Adler. Jetzt schon. Weg abschneiden! Eine Schande, dass wir euch vertraut haben! Eine Schande! Diese finsteren Rituale werden dir den Tod bringen. Das ist nicht gut. Hier stapeln sich schon die Leichen. Nicht Gott, was ist nur aus unserem Viertel geworden? Oh, damit möchte ich nichts zu tun haben. Oh, entsetzlich. Ich werde ohnmächtig. Oh, Leichen fleddern. Wie abstoßend. Ach, welch furchtbares Schicksal. Von mir, Mistkerl! Wache! Mein Fehler. Verzeiht.
Leonardo! Ezio? So ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Psst, was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich! Sie versuchen raufzuklettern. Wirf sie wieder ab! Jemand ist oben drauf. Fahr in die Kurven, um ihn abzuwerfen. Pass auf. Lass die Kutsche nicht kippen. Ein bisschen hart. Ezio, pass auf, hinter dir! Tu irgendwas! Los, Leonardo. Sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Eccolo! Da! Da! Ich mir dein Geschick mit dem alten Trick vom Capo.
È un duello, fesso. Vogliamo aprire... Yes. Muss aus der Deckung kommen. Dann schlagen wir zu. Aua. Nicht auf hinten hereinfallen. Lass mir dein Geschick mit dem alten Trick vom Capo. Umrunde ihn. Fallt ihm in den Rücken. Halt ihm in den Rücken. Aspetta, beruhigt euch doch, ich bin ein Freund. Es war nicht so gemeint, aber... Ist er von Sinnen?